Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Trainsim World. Wir sind mit der Baureihe 103 wieder unterwegs und fahren den Intercity 79 nach Aachen Hauptbahnhof. So, wir machen erstmal die Türen auf und machen hier erstmal alles bereit. So, nach vorne. Dann hätte ich gerne, na komm, den hier bitte gerne ein. Bremsschlüssel ein. So. Und dann gehen wir mal ganz kurz in den anderen Führerstand. Und ich habe Mod installiert, dass man jetzt hier endlich durchgehen kann. Schade, dass es nicht von Haus aus geht. Und so, wo bist du? ZB. Und BZB. Ja, ich glaube das. Zugheitssteuerung. Dass man hier nicht alles ein- und ausschalten kann. So, Tür wieder zu. So. Dann gibt es halt mal ein bisschen Hochgeschwindigkeit. So, das ist ein Szenario aus dem Workshop. Also was heißt Workshop? Aus dem Creators Club. Und dachte, das nehme ich mal, damit wir hier mal ein bisschen Hochgeschwindigkeit fahren können. Ob ich den Schlüssel dreht? Ich glaube schon. So. Na dann. Bitte Leistung. Und dann kann ich euch dann gleich mal zeigen, mit was wir unterwegs sind. Und zwar in der roten Lackierung hier. Und Reingoldlackierung von den Wagen hinten. Oh, bitte gibt mir heute keine Zwangsbremsungen. Das würde ich voll super finden. Aber ich glaube, die LZB wird mir heute mal eins reinschmeißen. Ah, nice. Ich glaube, 14 Wagen sind es. Aachen Hauptbahnhof. Jo, dies ist ein langer Zug. Ich will mal ganz kurz so ein Schild hier angucken. Wir verstecken Köln. Nice. So, nicht schneller als 40. Könnten wir uns eigentlich befreien. Moin, Stellwerk. Oh, alte Dame. Ah ja, ich weiß nicht, ob es an der Lackierung liegt. Jedenfalls, die Lichter sind vorne an. Man sieht es auch am Effekt her. Aber man sieht es halt nicht an die Birnen. Also entweder ist es ein Bug oder halt diese Lackierung, aber eigentlich sollte die Lackierung drauf keinen Effekt haben. Ist wie es ist. Wir tun so, als wäre es an. Ich meinte, hinten ist es an, ne? Und mal gucken. Ja, Zugschluss ist an. Oh, 103 Kilometer gefahren. Level 4. Hä? Warum ist es jetzt so dunkel? Oh, LCB an. Boah, das sieht man ja kaum, ey. Wollen wir das mal ein bisschen heller machen? Das kann man de facto nicht schließen. Hab's da nicht noch einen Schalter für das? Instrument und Fahrplanleuchte ein. Ja, jetzt ist es an. Das ist ein bisschen besser jetzt.
80. Ich wünschte, die hätten das noch ein bisschen anders gemacht hier. Ach, jetzt 140. VOC 100. Okay. Das ist aber ganz gut Verkehr hier. Das gefällt mir. Grenzwertig. Ah, es ist halt schon eine Schönheit. Touristik Express, das wäre eigentlich auch noch eine schöne Lackierung. Habe ich auch schon gesehen im Creators Club. Aber noch kein Szenario mit dem. Gut, könnte ich natürlich auch selber basteln. Höchste Stufe. Mehr ist nicht. Du bist nach wie vor auf 160 und jetzt auf 00. Warum? Wie ist denn das mit der Trafo-Umschaltung? Darf ich das machen, wenn ich Leistung aufgeschalten habe oder wenn es... ich gehe mal lieber auf 0. Lass dich mal runterfahren. Bis dann schließt, dass ich die Lok kaputt mache. Wenn ich das mit voller Leistung mache. Trafo ein. Langsam hoch. Sie kommt. Jetzt nicht mehr mit. Möchtest du bitte angehen? Hallo, Lüfter? Warum machen die Lüfter jetzt nicht mehr mit? Das irritiert mich gerade sehr. Oder reicht die Fahrgeschwindigkeit jetzt aus? Da steht aber V-Solo 160. Willst du mich gleich abbremsen? Ah. Also, ich probier's mal, dass ich mal die 200 ausfahre. Ich glaube, spätestens bei 170... Schmeißt es mir, warum gehst du nicht auf 200? Irgendwas ist hier sehr komisch. Ich mach doch hier nichts
abgeschalten ist. Spannend, spannend. Ich bin schon ein bisschen drauf gefreut, dass die jetzt wieder schön am Arbeiten ist. So, 171. Fahrmotoren sind überlastet und die Stromversorgung wurde deaktiviert. Stellen Sie den Trafoschalter auf aus. Wow. Trafoschalter ein. Okay, sie gibt jetzt keine Leistung mehr. Gehen wir nochmal ganz nach oben. Ich bin mir halt nicht mehr sicher. Ach, jetzt kommt der Lüfter auch wieder. Interessant. Ich hab's halt nicht mehr im Kopf, wie das genau war mit diesem Trafoschalter. Handbuch lesen. Das passt für Anfänger. Oh, geil. In Blau. Moin, S-Bahn-Kollege. Komm, 200. Ich will die Nadel bei 200 sehen. Einfach nochmal probieren. Was passiert, wenn ich das während der Fahrt mache? Ja. Krieg ich mehr Dampf. Komm, 200. Warte, diese arme Lok, ey. Das arme Grünzeug, was hier auf der Strecke ist. Auf Tuchfühlung mit der Lok jedes Mal. Boah, ich habe mir heute ein Video von John John angeschaut, falls den jemand kennt. Ja, bringt jetzt alle paar Monate mal wieder was raus. Und heute hat er wieder eins rausgebracht und da ging es um Dating-Shows, was das so gibt. Und eine, die fand ich ja ziemlich hart. Da setzen sie einfach zwei Leute gegenüber. In der Mitte ist ein Buzzer. Und nach einer gewissen Zeit wird der Buzzer quasi rot. Und dann kann er gedrückt werden. Und wenn du dann drauf drückst, dann muss dein Gegenüber gehen und dann kommt halt jemand anderes. Ne? Das ist so quasi Tinder in echt. Boah, das ist so fremdschön, als ich das gesehen habe. Dass die Leute das dann noch freiwillig machen. Im Fernsehen läuft einfach nur Scheiße. Ich kann ja auch, ich glaube auch nicht, dass man irgendwie seine echte Liebe finden kann durch Dating-Shows. Also ne. Also Fernsehschauen kannst du irgendwie heute nicht mehr. Einer der Gründe, warum ich keinen Fernseher mehr habe daheim. Nur noch Beamer. Beziehungsweise doch, jetzt habe ich wieder einen Fernseher. Meine bessere Hälfte im Fernseher mitgenommen hat, aber ich werde kein Fernsehen schauen. Nur Netflix, YouTube, Amazon Prime und sowas. Und höchstens vielleicht Doku-Serien. Dann muss ich sagen, wenn ich da so einen Lieblingssender habe, diesbezüglich, dann ist es eh der Discovery Channel. Da laufen echt immer wieder geile Sachen. Wie auch Dirty Jobs. Das schaue ich immer wieder gerne mal. So, also die 200. Interessant, jetzt ist V-Soll 200. Spannend. Oh, ein bisschen mehr Schmackes. Ich möchte jetzt 200 fahren. Yo.
Langer Zug. Wieder rein hier. Nochmal anschauen. So. Wieder da rein. Fast 200. Nice. Oh, nicht, dass sie nicht an. Das ist die Beleuchtung von hier drin. Okay. Komm, 3 km/h noch. 200, würde ich sehen. Ah, ein Moment. Ja, geht nach wie vor nicht. Es soll leuchten hier. Moin, Kollege. Nix Leistung mehr? Endgültig kaputt. Bitte nicht. Du lüft es auf. Komm, geh wieder an, bitte. Oh, Gott sei Dank. Sie geht wieder nach oben. Okay. Ah, so, dann tun wir sie mal nicht allzu sehr stressen. Gehen wir hier nicht auf die 140 da drauf. Ah, jetzt geht er auch runter. Okay, dann können wir es ja rollen lassen. Dann hatte ich mal eine kleine Verschnaufpause. Aber cool, dass es funktioniert. Zwei Kilometer. So. Falls ihr einen Videokommentar gesehen habt, soll für so eine kleine Anpassung mal die dynamische nutzen. Wo er auch recht hat, aber wenn ich halt mit dem Waydriver fahre, dann zieht er halt immer das Hauptventil. Aber leider kein Hebel für die dynamische Solo. Jetzt ein bisschen näher. So. Schade. Geile Konstruktion, aber spannend. Ach komm, das hätte man doch noch ein bisschen weiterführen können. Gehen wir auf Stufe 20. Und PZB hat uns wieder im Griff. Es ist ärgerlich mit den Lichtern. Schade. Würde schon besser aussehen, wenn man die auch sehen würde.
vielleicht eine schöne Vorbeifahrt hin. Na, da kann man sich mal ein bisschen cheaten. Einer nach vorne. Irgendwie so. Nice. Ja, ich bremse schon. Nein, komm. So, wieder hochschalten. Mensch, der PCB hier. Die paar kmh so schnell. Dachungenauigkeit. Naja, aber was ich jetzt gerade für eine Idee hatte, war, dass man kann ja als einfach so als Fahrgast, der auf der Strecke ist, also mitfahren, wo sie halt nach dem Fahrplan fahren. Irgendwie wäre es cool, wenn du dir da irgendwie deinen eigenen Fahrplan zusammenstellen kannst oder zumindest den bestehenden so anpassen kannst, dass du sagst, okay, ich würde gerne das Rollmaterial da gerne sehen, dass die da fahren. Zum Beispiel, dass man jetzt bei der Strecke hier sagen kann, da sollen jetzt ein paar Rheingold-Züge unterwegs sein, anstatt die ICEs. Da kann man mit dem mitfahren. So tun, als würde man quasi Gast beim Rheingold sein. Das ist irgendwie eine coole Sache. Boah, ich hoffe, das wäre mal eine Sache bei Simrail. Deutsche Strecke, die 103, Rheingold. Also mit allen Rheingoldwagen, inklusive der Aussichtswagen. Wobei so alte Pullman-Wagen wären eigentlich auch nicht so doof. So ein bisschen Holland-Express-Style-mäßig. Das wird dann auch zu Ben Simrail bei zu seinem Dampflok passen. Just saying. Mal schauen, wie das dann zukünftig mit Mod sein wird. Knapp an die 160. Gehen wir mal wieder runter. Jetzt ist die PCB wieder unglücklich. Und 3,6 Kilometer. Kannst du haben. Ja, dann roll mal. Ach, da ist die Ankündigung für 120, okay. Und nach wie vor glüht die Welle, wunderbar. Schon 110. Langsam, jetzt wird es langsam so in die Nähe von Aachen kommen.
Aber Daumen nach oben an der Stelle, das mit dem Zugverkehr und das, was da rumsteht, sehr gut gemacht. Oh. Raypool. Ciao, Kollege. Gute Fahrt noch. Buggy. Also irgendwie laden die Texturen mega spät, dass sie scharf sind. Oh, Anklang für 110. Hier fahre ich mal 110. Ja, andere Ansicht. Irgendwie so. Und Foto. Nice. Hey, bin ja immer noch langsamer. Bisschen schwerer Zug hier. Bisschen mehr hier. Ich glaube, das sind nicht so viele. So. Schon für 19. Reicht das? Oder zu viel? Ja, das schaut eigentlich gut aus. Genau. Richtigen Spot erwischt. Boah, schön ist was anderes. Ich dachte jetzt gerade, dahinter stehen irgendwie Bauarbeiter. Schmackes bitte. Immer ein bisschen schnell fahren. Ja, geht maximal. Oh ja, es geht. Die Lok macht mit. Ich bin mir gar nicht sicher. Konnte die 103er dauerhaft 200 fahren oder war das immer nur so für Momente? Ich müsste jetzt echt einmal nachsehen. Also ich meinte, sie konnte es schon. Aber hat eine extreme Belastung. Okay, da ging mal was weg. Vor langer Zeit. Das ist ja eigentlich schon krass, was die 103 eigentlich für eine Leistung hat. Schon mal ein kleines Leistungsmonster. Oh, geh mal runter. Nicht zu schnell werden hier. Ah, oh, kommt ja eh wieder 120. Naja, war ja eh zu erwarten. Moin, Kollege. Mit der Leistung. Wo ist die Ankündigung? Da blinkt's.
in der 20. Ja, Bahnhof ist aber auch nicht mehr weit mit 3,3 Kilometer. Die Stellwerk schaut auch nicht mehr gut aus. So, komm, bremse hin. So, kannst du wieder lösen. Das war jetzt gerade ein bisschen viel Gebremse. Leistung 40. Warum zeigt er das 70 an, wenn es 40 war? Oh, machen wir ein bisschen Piano hier. Oder ich bin doch nicht verlesen, das war 40. Ja, da, 40. So. Geht er wieder noch bis zum Anhalten. Jetzt kommt er mit die 40. Was ist denn das für ein Blinkkonzert hier? Alle zwei gleich. Es muss so, oder? Oh mein. Hey, was zum? Sag mal. Was soll denn das? Wow. Lasst er mich einmal putzen. So ein Arsch. So, schnapp mal aus. Einmal reinrollen. Ja, da steht ein bisschen was. Oh, ganz, ganz außen. Oh, machen wir mein Minimum hier. Wo ist der Magnet? Da ist er gewesen. War noch rechtzeitig. Na komm, schön langsam. Sehr gut. So, anhalten, anhalten. Ja, das war jetzt ein bisschen ruppig. Okay, na steig mal hier mal aus. Tür entriegeln. Hab ich doch gemacht. Na komm. Rechts verriegeln, beide verriegeln. Sag mal, bist du, dass ich links? Hä?
Fenster machen wir zu. Wir steigen jetzt hier mal aus. Mal runtersteigen. Was ist da los? Die Türen sind offen. Was hast du für ein Problem? Ja, okay. Jedenfalls, das wäre mal das Ende der Fahrt hier. Hat eigentlich mal Spaß gemacht, zu versuchen, mit der mal 200 zu fahren. Vielleicht sollte ich mal das mit dem Zug machen, der vielleicht weniger schwer ist. Aber war mal ganz angenehm. Und die LCB funktioniert. Schade, dass die nicht heller ist. Wobei, es war ein bisschen komisch, dass die am Anfang so lange auf 160 geblieben ist. Warum? Was? Oh. Okay. Mir war nicht klar, dass das ein Ding ist, hier auf der Strecke. Na gut. Also, ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Gute Fahrt. Bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.